Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Galaxy Fan mit und von eurem Jan Simon. Ja, wir sind hier wieder, was heißt hier wieder? Wir sind hier immer noch auf dem fremden Schiff, sind im nächsten Kapitel angelangt. Starke Echos, soweit ich weiß. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, let's go. Ich gehe vor. Okay, Telsia, wenn du vorgehen möchtest, habe ich nichts dagegen. Okay. Landurlaub vertragen. Oh, Chell, du mit deinem Landurlaub, ey. Gibt's ja nicht, ey. So ein verweichliches Personal. Okay. Gehen wir den erstmal noch nicht. Ich möchte erstmal den anderen Weg abverfolgen. Alles klar. Kontrollkonsole, da müssen wir hin. Ja, dreimal dürfte raten, wie wir den Gang erreichen. Ja, über den anderen Weg. ich wollte da jetzt einfach nur mal lang, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass unser Team gleich schrumpfen wird. Ich weiß nicht wie. Nicht mehr. Sieht aus, als wäre das da drüben noch einer von diesen Transportern. Ja. Okay, los jetzt. Da scheint doch irgendwas faul zu sein. Alles klar. Nein! Was ist passiert? Sie ist einfach verschwunden. Eine Art Kraftfeld von der Kapsel. Autsch. Es gibt keine Spur von Telsia. Es ist, als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Es gab nichts, was wir hätten tun können, Chell. Los, Bewegung, sonst sind wir die Nächsten. Okay, ja, nochmal Worte von Alex. Nehmen wir einfach mal den Fake. Wir zerstören diese komische Kugel. So, da habe ich nur den Kristall. Würde ich gerne, sehr gerne mitnehmen. Und hier hinten nochmal, aber brauchen wir erstmal nicht. Benutzen wir den Transporter. Warten Sie auf mich! Ah! Oh, Chell. Meine Güte, bleib doch da. Der Transporter da unten funktioniert jetzt. Ach was. So. Ah, jetzt jammerst du nicht rum. Interessant, Chell. Sagst du was? Das ist der Computerkern. Okay, alles klar, sehr schön. Fangen wir mal hier an. Das muss dieses Schiff sein. Ja. Mehr sagst du nicht? Okay. Gut, machen wir es mal gegen den. Was ist das? Es ist riesig. Sieht wie eine Raumstation aus. Ob das Ding wohl dafür verantwortlich ist, dass all diese Schiffe hier gefangen sind? Wäre möglich. Sozusagen sehr groß. Ein Planet. Ob das ihre Heimat ist? Könnte sein. Wissen wir aber nicht. Hey, ist das der Raumschiff-Friedhof, in dem wir festsitzen? Was ist das da in der Mitte? Die Raumstation, die wir bei der Konsole haben. Ach, schau, jetzt kommst du auch mal auf die Idee, hier hinzugehen. Wow. Ich kann den Kern von hier aus nicht abschalten. Die Hauptsteuerung befindet sich dort auf der oberen Ebene. Wow. Aber ich glaube, ich habe den Sicherheitscode für die Tür gefunden.
Moment. Ich hab's geschafft. Ah, okay. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal dorthin. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Landurlaub vertragen. Oh, Chell, du immer mit deinem Landurlaub, ey. Okay. Das halt mal mit. Jo, gibt's hier noch was? Nee, von da sind wir ja. Komm, dann machen wir den. Können wir den zurück? Systeme deaktiviert und sind nun zum Hauptenergiekern unterwegs. Gut, Chell und ich werden dort zu Ihnen stoßen. Sie und was ist mit Telsia? Sie hat es nicht geschafft. Verstanden. Wir werden. Hoppla. Kofu. So, Sie haben es getan. Monroe, wir werden angegriffen. Wir müssen zu dem Energiekern. Deaktivieren Sie. Sir, bitte komm, Sir. Foster! Sie müssen sie erwischt haben. Nicht besonders gut für unsere allererste Außenmission, oder? Das kann man not sagen. Reißen Sie sich zusammen, Chell. Das Schicksal der Voyager hängt jetzt nur noch von uns beiden ab. Wir müssen diese Informationen zurückbringen. Wenn wir scheitern, könnte jeder auf dem Schiff sterben. Lassen Sie uns jetzt diesen Energiekern abschalten und dann nichts wie zurück. Ja, Sir. Tut mir leid, Sir. Also, auf jetzt. Wir schaffen es, Chell.
Wir müssen es schaffen, kommen Sie schon. Ja, da machen wir uns auf den Weg. Da bin ich ja mal ganz gespannt, was uns da jetzt in den nächsten Tagen erwartet. Lebensenergie. Scheint keiner zu Hause zu sein. Schöne Abwechslung. Gleich drei. Also, ist da. Okay, so, das war für also die Enzyme. Haben wir auch voll. Ich brauche mehr Leben. Dankeschön. Nehmen wir mal den Phaser. Okay. So, sehr schön. Ja. Kleines Mini-Riesel vorprogrammiert. Ihr seht hier die Glühwürmchen. Ihr seht hier die Konsole. Oh, da steht noch eine Konsole. Ja, dreimal dürft ihr raten, was gleich passiert. Ah!
Raum auf. So. Und weiter geht's. Schützenfest. So. Er musste zurückbleiben, aber es geht ihm gut. Was ist mit Ihrem Team geschehen? Ich dachte, man hätte sie alle getötet. Diese fremdartigen Wesen haben uns überwältigt, aber ich bin ihnen entkommen. Okay. Jetzt müssen wir weitermachen, wenn wir diese Mission noch retten wollen. Ja, das machen wir. Jetzt möchte ich euch erstmal noch eine kleine Sache zeigen. Nee, das war das Falsche. Ihr kommt hier auf diese Konsole, wenn ihr auf der Tastatur unter der Escape-Taste, also unter der Escape-Taste, tippt und jetzt No und Klick gebt. Cheat ist an der falschen Maus. So, dann seht ihr hier ein Hologitter und einen Tricorder. Recorder. Gleich sind wir erlöst. So. Moment. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, hier durchzugehen. Das ist er, der Energiekern. Wir müssen dort hinaufgehen und ihn abschalten. So. Und die vorzugehende Rennvariante. Gar nicht besonders. Einfach nicht besonders. Ja, nützt nichts. So, und. Das war. Energie nicht aufhalten, meine Leute in Stase sterben. Hoppla. Moment mal, Sie haben uns doch auf Ihrem Schiff in die Falle gelockt und angegriffen. Sie Eltern hielten Sie für die anderen, versuchten zu kontakten. Aha. Kommunikation sehr anders. Sie greifen uns an. Sie haben versucht, mit uns zu kommunizieren? Wir fangen Ihre Leute. Analysieren Sie, lernen Ihre Sprache. Aha. Wir sind Eterianer, sind Aha. hier gefangen. 25 ihre Standardsonnenjahre. Okay. Crew sehr groß, Kolonieschiff. Oh. Unser Volk in der Stasis leben. Ein Kolonieschiff? Das muss ein Schläferschiff sein. Für lange Reisen. Ja, lange Reise. Neue Heimat. Werden sie nun niemals sehen, fürchten wir. Die Forge hat uns kein Entkommen. Es tut uns leid, dass wir sie missverstanden haben. Dass wir einige ihrer Leute getötet haben. Wir wollten uns doch nur verteidigen. Töten? Habe nicht getötet. Bei Verletzung unsere Leute in Stase versetzt. Regenerierung. Ihre Leute auch nicht tot in Stase. Analysieren. Das heißt, diese Kapsel. Im Namen meiner Leute entschuldige ich mich. Wir dachten, dieses Schiff sei verlassen. Wir wollten nur Informationen aus Ihrem Computer. Wir versuchen, einen Weg von Ihrem Schiff zu finden. Unser Wissen ist Ihres. Bitten und erhalten. Wir sind Verbündete. Wir werden Verteidigung abschalten. Sie kehren
zu ihrem Schiff zurück. Wir werden hier irgendwie rauskommen und sie werden ihre neue Heimat erreichen. Wir sind Verbündete. Foster an Voyager. Sehr schön. Lieutenant, es ist schön, Ihre Stimme zu hören. Was ist da drüben geschehen? Ich werde es Ihnen erklären, wenn wir zurück sind. Sagen wir nur, wir haben Verbündete gefunden. Aber wir haben Verletzte, die wir direkt auf die Krankenstation beamen müssen. Halten Sie sich bereit. So, die Austrastase. Shell beamt. Die Verletzten sind auf der Krankenstation. Wir können sie jetzt zurückbeamen. Verstanden, Foster Ende. Ja, das war die Mission auf dem Materialerschiff. Und wir haben Verbündete gewonnen. Das ist doch was. Voyager. Das war eine schwere Mission, Monroe. Kann ich nicht, sah eine Zeit lang ziemlich schlimm aus, aber wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das stimmt. Lassen Sie sich vom Doktor untersuchen und melden Sie sich dann bei den Hazard Operations. Alles klar. Ich werde das gesamte Team zur Einsatzbesprechung dort versammeln. Okay, noch eine. Ja, Sir. Noch eine. Es ist mir egal, ob Ihre Hämorrhoiden chronisch sind. Ich sehe keinen Grund für eine Zurückstellung aus medizinischen Gründen. Und der Arme. Habt ihr das gerade gesehen, wie er seinen Arm ausgestreckt hat? Ich glaube, er hat darauf vertraut, dass er krankgeschrieben wird oder sowas. Was waren das für Dinger? Das waren Eterianer. Beastman? So still? So kenne ich dich gar nicht. Ah, Tarsia. Oh, mit ihr können wir leider nicht reden. Tom. Ihnen wurde ganz schön zugesetzt, wie? Ja, ein bisschen. Hey, Doc, wollen Sie sich Monroe mal ansehen? So, da kommt er schon. Mit seinem Tricorder. Doktor? Ah, Miss Monroe. Ihre Verletzungen scheinen nur oberflächlicher Natur zu sein. Okay, sehr schön. Wir werden trotz der leichten Reizung Ihrer Haut keine Hautregeneration durchführen müssen. Oh. Möchten Sie vielleicht eine schmerzlindernde Salbe? Hm, wie Sie meinen. Und jetzt kommt das Hypospray. Oh. So. Das war's. Ja. Hier mache ich jetzt nochmal ganz kurz Pause. Ach, die Folge geht auch schon wieder ein bisschen länger, als ich gedacht hätte. Ach, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier zu speichern. Und ja, mach mal einfach LP. Zack. 05. So, speichern. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir uns bei den Hazard Operations melden sollen. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüdelö.